Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich erkläre euch heute, wie ihr das Simple Parts Content Pack für die Version 1.7.10 installieren könnt. Das Ganze ist natürlich vollkommen simpel gehalten und falls ihr nicht wisst, wie ihr überhaupt die Flens Mod für die Version 1.7.10 installieren könnt, einfach zweiter Link in der Videobeschreibung, da habe ich das Ganze erklärt, wie ihr die Flens Mod für die Version 1.7.10 und auch für weitere Versionen installieren könnt. Der erste Link in der Videobeschreibung ist exakt dieser Seitenlink, da kommt ihr zu exakt dieser Seite. Wir installieren jetzt das Simple Parts Pack, also klicken wir mal auf den Simple Parts Pack Link. So, und dann haben wir auch die Version 1.7.10. Wir klicken einmal auf den Adfly-Link und werden weitergeleitet. Auf diese Seite bitte nichts anklicken, das ist ganz wichtig, außer oben rechts Werbung überspringen. Das Ganze geht nach 5 Sekunden und wenn wir 5 Sekunden gewartet haben, können wir auf Werbung überspringen. So, dann öffnet sich hier hinten eine weitere Seite, beziehungsweise die bleibt, aber diese sofort schließen. Da kommt nämlich eine Werbung und diese bitte sofort schließen. Dann kommen wir zu einer Mediafire-Seite. Einfach auf dieser anderen Seite warten, solange bis sich diese Seite öffnet. Das sollte nach 10 bis maximal 20 Sekunden passiert sein. Wir klicken einmal hier auf den grünen Download-Button. Auf nichts anderes klicken auf der Webseite, wirklich nur auf den grünen Download-Button. Dann öffnet sich eine weitere Seite, diese sofort schließen, sonst ist das nicht gut. Und wir haben hier Dateien dieses Typs, können Schäden an ihrem Computer verursachen, bla bla bla, möchten sie behalten. Und wir klicken auf Behalten, weil ich bin mir sicher und ihr solltet euch auch sicher sein, dass ihr hier auf den Download geklickt habt. So, jetzt ist das Ganze runtergeladen, wir können das Ganze schließen, drücken Windows-Taste plus E, das ist ganz wichtig, nicht R, sondern E. Klicken auf unseren Download-Ordner und ziehen unser Simple Parts Content Pack für die Version 1.7.10 auf unseren Desktop. Jetzt drücken wir Windows-Taste plus R, geben 1% App Data Prozent, steht auch nochmal in der Videobeschreibung. Dann ist entweder ganz oben oder ganz unten in diesem Ordner ein Punkt Minecraft-Ordner. Wir klicken auf diesen. So, jetzt ist ganz wichtig, nicht auf den Mods-Ordner klicken, sondern auf den Flans-Ordner klicken. Wir klicken da einmal drauf und ziehen dieses Simple Parts Content Pack 1.7.10 einmal hier rein. Jetzt starten wir Minecraft und gucken, ob es sich erfolgreich installiert hat. So, wir starten unser Minecraft mit der Forge-Version 1.7.10, weil wir ja auch die Flans-Mod und die Simple Parts Pack dafür installiert haben. Falls ihr nicht wisst, wie ihr Forge oder die Flans-Mod für die Version 1.7.10 installieren könnt, dann einfach mal in die Videobeschreibung schauen, da habe ich das Ganze erklärt. So, wir klicken einmal auf Singleplayer, Create New World und dann das Ganze 1.7.10, Test, so, Game Mode auf Creative und Create New World. So, dann sind wir in der neuen Welt und wir klicken einmal E, klicken oben hier rechts auf diesen kleinen Pfeil, den ihr gerade nicht sehen könnt. Jetzt könnt ihr ihn sehen, auf den kleinen Pfeil. Und wir sehen, das Simple Parts Content Pack ist erfolgreich installiert. Falls ihr jetzt weitere Content Packs installieren wollt, habe ich das Ganze auch erklärt. Einfach mal in die Videobeschreibung schauen. Die Art, wie ihr ein Content Pack installiert, ist immer gleich. Ich habe das Ganze nochmal zusätzlich mit einem weiteren Content Pack gemacht. Ansonsten wünsche ich euch nochmal einen schönen Tag. Haut rein und ciao.